Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von Forza Horizon 4. Und ja, ich meine, wir sind in England oder Großbritannien, also es muss natürlich regnen, ja. Britisches Auto, britisches Wetter, britische Welt. Authentischer geht's ja kaum. Obwohl, im Regen ist der Wagen auch ziemlich geil. Da könnte sehr gut aussehen. So. Lass mich mal vorbei, Junge. Der erste Antritt, ne? Wirklich. Ich meine, 0 auf 60 Meilen unter 2,4 Sekunden. Mit 550 PS. Mit Offroad-Reifen. Das sollen wir erstmal nachmachen. Das ist richtig übel. Hier sind noch viele Hypercars alt aus. Zumindest der angegebene Wert. Und diese 2,4 auch wirklich real fahren kann. Das ist eine andere Frage. Oder auch bei anderen, weiß ich, bei einem. Können auch noch einem Königsegg oder so, wenn die vielleicht 2,9 hier im Spiel, was ich sich mal brauchen, angeblich. Oder das auch wirklich real schafft. Oder das halt nur so eine theoretische Angabe ist. Wenn man unter idealen Bedingungen schaffen würde. Was natürlich in einem Spiel auch nicht sein kann. Echt sowieso nicht. Du hast dein Ziel erreicht. Ich gerne mal wissen. Aber noch jetzt vor allem mit Heck angetriebenen Autos die Beschleunigungswerte erreichen kann. Oder vielleicht sogar unterbieten. Drei Runden ist selbstverständlich viel zu wenig. Wir nehmen nur britische Autos. Die Strecke sieht eher ziemlich klein aus. Nur mal 7 Runden. Bei Nacht. Das könnte sehr interessant werden. Was ich auch gleich nochmal probieren werde. Einfach mal auf den Schlagbar fahren. Mal gucken, wo wir da so landen. Ob wir dann nur so eher im Mittelfeld sein werden, oder ob wir auch wirklich vorne mitfahren können. Und vielleicht noch sogar gewinnen können. Das wäre natürlich der Idealfall. So. Wir probieren es einfach mal. Wir können ja zur Not wieder zurücksteigen fürs nächste Rennen. Also zurücksteigen auf Profi. Also. Essen, Alter. Rückleuchten. Sehr geil. Oh Gott, Alter. Ja, das soll echt lustig werden auf der Strecke. Wo die Checkpoints ziemlich eng gesetzt sind. Ich sehe auch hier sehr viele Stellen, wo ich was verkacken könnte. Mal gucken. Die Strecke ist schon sehr kurz. Oh, gut gebremst. Da war ich aber gerade selber erstaunt. So gut geklappt hat. Ich hätte vorne wirklich echt richtig gesehen, dass da ein scheiß Corsa mitfährt. Habe ich mich gerade echt nur hart verguckt. Dass gerade auf dem 6. Platz ein Corsa ist. Manchmal will die Kurve auch mal gescheit anfahren. Die letzte Runde. Da war es in Ordnung. Fällt mir wirklich ein Corsa mit. Also quasi die stärkste Version des Nachfolgers von meinem Auto. Nein, so will ich nicht nach vorne kommen.
bin ich nicht gut gefahren. Ich werde den Range Rover noch überholen. Ja, der Range Rover, wer kennt ihn nicht? Nein, gibt's nicht. Sehr Chancen fürs Podium. Definitiv. Hier da vorne sind ja auch nicht so weit weg. So, nächste Runde vielleicht, oder übernächste. Ich muss die Kurven mal so fahren wie in der ersten Runde. Da habe ich die Kurvenkombination ja richtig gut genommen. Also so ungefähr wie jetzt. Nur halt ungut. War der James Bond essen? Ja, Checkpoint. Oh. Ja, die sind clever gesetzt, die Checkpoints. Aber nicht clever genug für mich. Okay, die haben hier irgendwas Krasses gemacht. Alter. Campen, das gefällt mir sehr gut. Oh, so war die Kurve gut. Diese dafür nicht. Was? Achso, wegen dieser Brücke. Boah, die ist ja nervig. Ich hab das jetzt noch gar nicht gesehen. Irgendwie auch aus Rumfahren deutlich klüger. Eigentlich. War echt coole Strecke. Ist auch die beste, die ich mit diesem Wagen gefahren bin. Bin ich auch, glaube ich, online noch gar nicht gefahren. Der Metro. Jo, danke. Ist echt traurig, ne? Wie so ein geilen Jaguar fahr, weil der bei Tiger besser abgeht. So, zwei Runden haben wir jetzt noch. Sorry. Ich spiele auch wieder ein bisschen an. Ich hatte ganz kurz keinen Sound. So. Ich finde, dann haben auch solche Rennen auf den Schlagbar auch deutlich den größeren Reiz, wenn auch ein paar mehr Runden einstellt. Ich meine, in drei Runden als letzter starten, dann erster werden, das ist halt kacke. Hat natürlich auch nichts mit Fairness zu tun, weil natürlich Leute, die einfach vorne starten, haben es generell deutlich besser. Das ist natürlich ein riesen Vorteil. Ich habe auch keine Möglichkeit, diesen Startplatz zu beeinflussen. Der ist jetzt auch nicht so, wie ich schlimm finde. Dann würde ich es aber wenigstens cool finden, wenn das entweder halt zufällig ist, was nämlich auch kacke wäre, oder dass man zumindest halbwegs in der Mitte startet.
mich halt immer so ganz hinten. Ja, zufällig wäre echt kacke. Jo, danke, Leute. Vielleicht noch knapp werden. Aber nicht so, wie ich jetzt die Kurven gefahren bin. Das war nämlich sehr glücklich. Die Zeit war natürlich deutlich schlechter. Was war ein echt geiles Rennen, muss ich sagen. Es ist natürlich fairer, wenn man ein paar mehr Runden fährt als nur drei. Ich bin eigentlich starten noch 100 Meter weiter vorne als ich, aber das sind 100 Meter. Ich habe keine Gegner vor sich, wo sie dem bremsen oder ausweichen müssen. Drei müssen ja auch manchmal keine Checkpoints mitnehmen. Da müssen die auch nicht immer durchfahren. Das hatte ich auch bei meiner eigenen Strecke, das war am GT2RS. Da sind auch die Driver-Tare teilweise am Checkpoint vorbeigefahren. Halt außenrum vorbei. Natürlich fahren die einfach weiter. Das Spiel würde ja mir selber sagen, ja, Fabian, Pech gehabt, zurückspulen oder halt zurücksetzen lassen. Das ist natürlich schon ein bisschen unfair. Na gut, das ist ein Spiel. Okay, die ganzen Kurven fahren wir. Sehr geil. Und dann nehme ich doch mal kurz den Wheelspin mit. Aufnahme läuft noch, super. So, muss ich mal ab und zu nachschauen. Oh, Preis gefällt mir. Bei nächster Gelegenheit wenden. Was hat denn der bitte für komische Rückfahrscheinwerfer? Ich glaube nicht, dass die in echt rot sind. Junge, der Sound. Hä, war das nicht gerade Bentley? Oder der Sound? Okay. Sehr sonderbar. Vom Sound her eher so ein Ferrari. Von der Optik auf keinen Fall. Das sah aus wie ein Bentley, glaube ich. Netter Maserati. Ich finde, die könnten mal vom Gran Turismo eine zweite Generation rausbringen. Oder sich mal ein neues Modell. Was sowas ist. Ein schönes Sportcoupé. Vor allem Gran Turismo. Das ist mir echt mal gefallen. Wo sind wir auch schon? Ist es eigentlich ein. Ist es ein Aquädukt oder ist es ein Viadukt oder einfach nur eine Brücke? Wie nennt man sowas? Das hatte ich irgendwann mal in der Schule, glaube ich. Ich kann mich daran natürlich nicht mehr erinnern. Meine Schule ist bei mir jetzt ja auch schon ein wenig her. Also Normalschule. Das letzte Mal in der Schule war ich, glaube ich, vor einem Monat ungefähr. In der Berufsschule. Aber da waren wir sowas natürlich nicht. Da haben wir keinen Geschichtsunterricht. Ich meine, wozu auch? Da lernt man in der Schule eigentlich genug dafür. Hier unschlagbar, wir gucken mal. Ich glaube, vierter Platz wäre so mit wenig zufrieden. Oh Leute, gebt Gas in der Kurve. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich echt nicht. Oh, ist fies. Okay, ich fahre alle an der Wand, sehr gut. Verstehe ich gar nicht. Mein Bett, was ist doch Allrad, was ist denn ein Problem? Vielleicht wollte so ein halber Tonne mehr wie gesagt, als ich ungefähr.
Maserati vielleicht wegen kein Allrad. Tja, selber schuld. Also ja, aber macht das hier ganz super. Ganz super. Oh. Schön wieder Vollgas. Da macht kein Mucks, kein Wheelspin, kein Röm-Tum-Tum. Macht nur seine Arbeit. Ein bisschen quer kommt er auf. Nicht zu viel. Also für solche Rennen geht der Wagen echt gut. Ah ja, das wird unser Sieg. Wenn Bentley natürlich näher kommt. Das reicht für ihn nicht. Yes! So gefällt mir das. Aston Martin ganz weit hinten abgeschlagen. Oh. Na doch, der Maserati. Doch, glaube ich, bisher in den anderen Forza-Spielen nicht so gut in der Klasse. Ich glaube auch, die Tuning-Möglichkeiten waren nicht sonderlich groß. Wer will auch so ein Ding in echt zumindest tunen? Das bezweifle ich eher. Machen wir noch ein Rennen? Jetzt hier machen wir noch eins. Welches haben wir denn noch nicht gefahren? Und wir könnten auch mal Rennwagen Oldtimer. Ach du Scheiße. Nee. Ist nicht ganz mein Auto. Hier haben wir noch was offen. Oh Gott, durch diesen Allradpark. Oh Gott, die Strecke ist das. Die finde ich bis jetzt, ehrlich gesagt, ziemlich furchtbar. Okay, die hätten wir noch. Das ist aber doch ganz schön viel Straße, finde ich. Da kommt der Jaguar, da war eigentlich ganz geil. Wir versuchen das mal. In 100 Metern rechts abbiegen. Ja, kürzen können, ich hoffe es doch. Ich glaube ja, hoffentlich nicht ganz so sehr blamiere. Ah, geht doch. Ich mein Taro, geil. Hier weiter. Oh, andere Sicht bitte. Bei nächster Gelegenheit. Nein. Normale Außensicht. In 400 Metern rechts abbiegen. Okay, weiter ein. Geht klar. In 200 Metern rechts abbiegen. Es sind noch gerade nicht so viele Bäume, gegen die ich entgegenfahren könnte. Jetzt überhaupt wie schneller bin, weiß ich gar nicht. Das ist mir auch ziemlich egal. Ich will einfach mal gucken, wie da hier so auf Rot geht. Im richtigen Gelände. Das andere, was wir bisher gemacht haben, ist ja noch Kindergartengelände. Das hier ist Gelände. Da brauchen wir auch richtige Offroad-Autos. Nicht diese ganzen SUVs, das sind keine Offroad-Autos. Die können alle nichts.
berechnet. Ich bin Offroad fast gar nichts. In 200 Metern rechts abbiegen. In 400 Metern scharf links abbiegen. No. Scharf links abbiegen. In 200 Metern rechts abbiegen. Oh Gott. Ich sehe gleich irgendwas kommen. Ich bin da irgendwo sehr gescheit gegenfahre. Das sieht doch ganz gut aus. Ich bremse schon mal. Du hast dein Ziel erreicht. Perfekt. Wir machen wieder ein paar mehr Runden. Ich denke, drei Runden werden dafür nicht reichen. Wir fahren diesmal wieder nur mit Jaguar. Ich glaube, mehr als fünf Runden möchte ich mir hier auch nicht antun. Strecke bin ich auch mal für eine dieser Prüfungen gefahren oder dieser Saisonmeisterschaften. Und zwar mit einer Dodge Viper GTS und noch einmal mit einem Ford Mustang GT. Geile Offroad-Autos, nicht? Klasse Waldmodder Muscle Car. Da hat nichts Allrad. Da wollte ich auch nichts umbauen auf Allrad. Da waren wir dann doch zu blöd. Danke. Na gut. Warte, das war jetzt wieder on point. Ja gut, ne? Eine Runde zweiter. Ich denke, was mir wird wohl so wie niemand Allrad haben. Dem ist ich schon gar nicht. Und dann umgebaut wahrscheinlich auch nicht. Wow. Sieht putzig aus irgendwie. Wenn die mit ihren alten Autos ankommen. Wobei halt Offroad hier absolut gar nichts kann. Aber irgendwie schneller sind als die neuen Autos. Sorry. Der Drift. Ja. Wieder für den Drift soll ich einen Award bekommen. Ja, Camper brauchen wir nicht, wir nehmen einfach nicht als Drifter bei Gymkhana, bei Gymkhana 11. Oh, ich will aber. Den kriege ich auch noch. Da macht man keine Sorgen. Oh. Aber war das wirklich auch die Strecke? Ich bin gerade gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich genau die Strecke war. Vielleicht eine andere Streckenvariante, die gefahren sind. Auf jeden Fall gab es auch diese gerade hier in diesem Kick-Ass Park. Den ersten Sprüngen. Das ist vielleicht mit einer Dodge Viper nicht unbedingt das Geilste, was man sich vorstellen kann. Natürlich hat es auch in Strömen geregnet. Stelle ich mir sicherlich was Schöneres vor. Alter, Junge. Lass mich doch mal in Ruhe, ey. Und hey, ich meine, zweiter ist doch auch schön.
Vollgas, 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 Vollgas. So, neue beste Runde. Jupp. Wie das Spiel trotzdem ziemlich scheiße war. Och komm. Das geht immer noch nicht. Alter. Das heißt, wirklich auch teilweise streckenabhängig, wie gut die Checkpoints gelten. Es gibt wirklich auch Strecken, wo das, was ich jetzt gerade mache, wo das ganz normal gilt. Hier sind wir Traffic Trucks, Alter. Das könnte echt mal ganz geil werden. Ganz klar. Und auf jeden Fall einfach nochmal deutlich unter Boden, was auch nicht schwer war, weil ich doch ziemlich scheiße gefahren und letztendlich immer noch. Also 52er Zeit locker geht das, aber sowas von locker mit dem Auto. Also so wie jetzt hier steht mit dem Tuning, aber locker, glaube ich, geht das, wenn man gescheit fahren würde. Aber wir haben gewonnen. Was aber eher, glaube ich, dem Allrad geschuldet ist. Natürlich ist das bei so einer Strecke doch schon ziemlich vorteilhaft. Ja, ich nutze halt nur die Möglichkeit im Spiel aus. Was haben wir hier? Das ist nicht Offroad. Okay, der Blitzer. Okay, das wird der Wagen, glaube ich, nicht schaffen. Knapp. Könnte knapp werden. Was hat der Flughafenblitzer? Auch nur 248? Wow. 2 km/h. Aber pro Offroad. Ich weiß, was wir machen. Wir machen noch einen Offroad Drag Race. Und zwar machen wir das wieder mit GT-Autos. Und da müsste doch eigentlich ziemlich gut sein. Weil bis die am Start erstmal Grip kriegen, bis dahin bin ich schon über alle Berge. GT-Autos. Oder natürlich auch im Winter den Drag-Trip auf dem Eis. Im großen See. Und könnte ich mir sehr interessant vorstellen, das mal zu machen. Vielleicht auch mit Autos, die dafür nicht gedacht sind. Irgendwie mit dieser Sportwagen, mit Heckantrieb, dann auf Eis beschleunigen. Das ist denn richtig schwer. Okay, Badlands fahren mit, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil die haben über 700 PS. Und der Rest dafür, ja. Man sieht es, glaube ich. Obwohl die Badlands gar nicht mal so krass wegziehen. Der wird das so viel Leistung haben. Ich meine, serienmäßig 700 PS oder glaube ich, ein bisschen über 700 und über 1000 Newtonmeter. Aber halt Gewicht, ne? Ich glaube, sowas bei Sports wiegt so um die 2,2, 2,3 Tonnen. Viel zu viel. Warum dieser Wagen so scheiße schwer ist. Ich meine, 2 Tonnen ist ja noch halbwegs normal, sag ich mal. Und um die 1,9, 2 Tonnen, aber 2,2, 2,3 Tonnen? Hä? Das verstehe ich nicht so ganz. Na egal. Aber ein sehr cooles Auto, hat sich auch Offroad, finde ich, echt gut geschlagen. Den nicht aber, dass er sich so gut fahren lässt. War noch, denke ich mal, ein paar ganz geile Rennen dabei, die auch teilweise ziemlich knapp wurden.
Und mit diesen Worten verabschiede ich mich aus der heutigen Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder im Porsche 918 Spyder mit Goliath. Das wird geil. Also bis dann und tschüss.